Guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Sonntagmorgen, 8 Uhr. Der Bauerhaus steht in seinem Eiweißerbsenfeld. Und die sind trotz des Regens sehen die gut aus. Ich habe gerade Blattlauskontrolle gemacht, aber ich denke, wegen dem Regen konnten sich da auch nicht Blattläuse niederlassen. Die sind noch sauber, die müssen nicht gespritzt werden. Kürbis. Ja, die sehen so lala aus. Der Regen setzt ihnen zu. Letztes Jahr hatten sie zu trocken beim Start. Und jetzt haben sie zu nass. Aber so, diese Staude hier, nicht schlecht, ist gut. Gut im Schuss. Hier, Kartoffelfeld. Wasser, Kartoffeln sind verfault. Hier habe ich die Tafel angebracht. Markierung Saatkartoffelfeld. Jawohl. Ja, Kartoffeln sind leider nicht in dem Stadium, in dem ich sie wollte. Die sind zu spät. Auch die Witterung spät gepflanzt. Ist nicht optimal für Saatkartoffeln. Ich hoffe, es wird reichen. Das weiß ich noch nicht. Wird dann entschieden vor dem Abspritztermin. Die Saatkartoffeln müssen ja erlesen werden. Da gibt es Viruskrankheiten in den Kartoffeln. Die werden nachher übertragen durch die Blattläuse. Darum ist es wichtig, dass man da früh durchmarschiert und kranke Stauden herausreißt, damit da nicht Blattlaus in eine kranke Staude sticht und den Virus mitnimmt auf eine gesunde und die infiziert. So läuft das im Saatkartoffelanbau. Und dann wird mir ein Abspritztermin mitgeteilt nach erfolgreicher Besichtigung durch den Kontrolleur. Müssen die Kartoffeln dort gespritzt werden, weil sonst die Blattläuse da ihr Unwesen treiben würden. Und wäre fatal, solche Kartoffeln das nächste Jahr wieder anzupflanzen. Und noch schnell ein Blick aufs Blumenfeld. Ist alles in Ordnung. Jetzt fahre ich nach Hause, morgen essen. Und dann fahre ich mit dem Motorrad nach Wirtlisbach. Dort ist ein Motorradtreff, dort gehe ich was trinken. Und hier noch schnell was, da zeige ich euch meine Braugerste, die ich das erste Mal angesät habe. Sie ist sehr mager. Bei der Braugerste ist es sehr wichtig, dass der Proteingehalt nicht zu hoch ist. Und ich habe da nach Anweisung der IG Mittellandmalz gedüngt. Das heißt, wie gesagt, nur 1 Kilogramm Ammonsalpeter, 26%, glaube ich, habe ich da gestreut. Und sieht recht mager aus. 1,2 Hektaren. Hier, Grastrocknung, landwirtschaftliche Genossenschaft.